Lars Müller, der Pächter des Stangendorfer Stausees in Mösen, staunte nicht schlecht bei einer Entdeckung, die er machte. Wir haben am Sonnabend beim Ablassen direkt vor dem Dom, sprich da, wo es abläuft, meiner Meinung nach einen Kühlschrank vorgefunden und haben das erstmal beiseite gelassen, weil wir mit dem Fisch sehr viel zu tun hatten. Und eben gestern ist uns aufgefallen, dass es kein Kühlschrank war, sondern halt ein Tresor. Und rechts von dem vorne liegenden Tresor tauchten noch zwei weitere Tresore und ein Kawasaki-Motor auf. Es war nicht das erste Mal, dass Unrat im Stausee landete. Daher war sein erster Gedanke: Schon wieder mal Müll in meinem Teich. Also wir hatten 2003 zwei Autos drin stehen und 2004 circa, 2003 rum. Und es ist halt, naja, es findet sich immer wieder was vor. Nach der Bergung der Tresore durch die örtliche Feuerwehr war es nun Aufgabe der Polizei, die weiteren Umstände zu klären. Die Tresore müssen kriminaltechnisch untersucht werden, das heißt, sie werden vermessen, wir werden Spuren prüfen. Zunächst müssen sie natürlich gereinigt werden und dann einfach auch mal verifizieren, aus welcher Tat sie unter Umständen stammen. Sie sind ja allesamt aufgeflext worden an der Rückseite. Insofern können wir nicht ausschließen, dass es hier entsprechende Diebstähle gab, die dem eine Vorgeschichte geben. Inzwischen sind die Tresore in der Polizeidienststelle gelagert. Hier stellt sich die Frage, woher die aufgebrochenen Geldschränke stammen und wer der Besitzer war. Das sind allesamt drei sogenannte Geldschränke, zwei kleinere, ein größerer. Nicht so, wie man sich die vielleicht aus dem Film der Olsenbande vorstellt, sondern schon modernerer Natur. Die liegen schon etwas längere Zeit auf dem Grund des Teiches. Wie lange, das wissen wir nicht genau. Auch das werden wir jetzt mit untersuchen. Bleibt zu hoffen, dass im Morast des Stangendorfer Stausees nicht noch weitere unangenehme Überraschungen warten.